Hallo zusammen und willkommen zurück zu Railroad Corporation. Wir hatten letztes Mal da unten die Erzmine angeschlossen und werden das jetzt dahin zum Stahlwerk liefern. Dafür brauchen wir einen neuen Zug. Es geht erstmal los mit Kohle. Ich werde nur 15. Ey, wir können uns das nicht. Wir sollten es nicht tun. Also wir sollten wirklich nur eine anschließen. Einen Waggon meine ich anhängen. Und genauso Erz, aber das können wir uns auch noch nicht leisten. Das muss leider noch ein bisschen warten. Können wir eine Werkstatt bauen? Nee, können wir nicht. Müssen wir aber. Und zwar hier. Und im neuen Zug müssen wir dann, muss man auch sagen, dass er da die Wartung annehmen soll. Das ist T5. Ne? Der fährt jetzt los, die 2 wartet. Der nimmt auch immer 2 mit und ich glaube. Also Moment, 2 abladen ist für jetzt erstmal okay. Aber damit der auch schneller fährt und wir haben auch zu viel. Ne? Also die Kohle, die stapelt sich hier, die wird irgendwann voll sein. Deswegen ist es okay, wenn wir da runtergehen. Die Forschung dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Wir sind bei 70% die Zugkraft. Ich weiß nicht, ob die ausreicht, damit wir dann komfortabel 2 ziehen können, aber vermutlich nicht. Ich denke, dass wir da noch ein bisschen mehr machen müssen. So, Ölproduktion läuft. Getreide läuft. Wächst die Stadt? Ja, die wächst. Alles gut. Soweit. Nur das Erz müssen wir haben. Wir können ja vielleicht 10.000. Ach, das ist immer noch zu wenig Geld. Und darf nicht vergessen, dass ich ja noch zurückzahlen muss in 46 Tagen. Also ich warte mal noch ganz kurz, bevor ich hier wieder neu investiere. Aber ich möchte den Teil hier zweigleisig machen. Hier eine ein Abzweig, dass wir das Eisenerz direkt fahren müssen, nicht über Columbus. Mehr muss ich glaube ich nicht machen. Ja. Und hier, der hier wartet auf den. Ja, und das ist halt auch albern. Also wir müssten eigentlich den Bahnhof noch weiter ausbauen, weil eigentlich mit das Billigste ist zurzeit. Ja, aber dann haben wir da ein Gleis mehr. Und das ist dann so der Teil hier. Machen wir das auch so, dann geben wir nicht ganz so viel Geld aus. Das war ja 25.000 bis rüber. Und wenn wir einfach sagen, okay, Brücke ist so ein teurer Teil, dann machen wir es so. Ja, finde ich okay. 30 Tage, um das zurück. Aber ja, warum nicht so? Und hier, ich meine, die Züge fahren ja sowieso, wie sie wollen. Ja, ich lasse es mal so. Prozent Steigerung, das will er nicht bauen. Erdarbeiten 7.000, ne? Weil er hier so viel buddeln muss. Weil dieser Berg, den habe ich nicht gesehen. Also ich hätte gerne Höhenlinien. So, dann hätte ich mir das hier irgendwie, naja, wir müssen da durch. Wir können noch mit Bildruhe hoch runter. Nee, nach unten macht er nicht, ne? Also das geht gleich, sage ich, ja, bau doch hier. Nee, müssen wir so machen. Wie viel zahlen die denn hier für Kohle? 4.400, wer wird? Zahlen die mehr als hier? Ja, okay, die Industrie zahlt tatsächlich mehr für die Kohle.
Holz in Florence? Das ist nicht bei uns. Florence heißt es wahrscheinlich, wa? Ich würde gern mal kurz gucken, wie der Zug hier aussieht, ne? Nicht gut. Tatsächlich, der hat schon so viel Lebensdauer verloren. Da frage ich mich, wann? Weil der ist ja nun, naja, obwohl der fährt hier. Ne, der fährt nicht überladen. Er ist einmal überladen gefahren, ne? Dann habe ich auch gesagt, ich schmeiße es weg. Aber nur noch 80%. Minus 11.000, die werden gerade irgendwo was gekauft haben. Ah ne, Quatsch, ich habe zurückgezahlt, ja, meine Anleihe. Okay. Also, um den Geldbeutel nicht zu sehr zu strapazieren, warte ich wieder ein bisschen. Wie weit ist denn die Konkurrenz? Ah, okay, expandieren auch erstmal in andere Richtungen und nicht direkt zum Ziel. Beziehung, ja, aber wir sind jetzt wieder am Plus. Kaufe ich jetzt schon einen neuen Zug? Ja, ich mach's. So. Da muss der jetzt warten, ist ja merkwürdig, der hätte doch aber hier abbiegen können. Ah nee, der muss da fahren, ja. Ja, geht klar. Vielleicht sollte ich doch hier den Übergang machen. Dass der Zug da eben doch eine freie Wahl hat. Mal so möchte ich es nicht. So. Und bei dem könnte es auch sein, dass er zu viel Lebensdauer verliert an der Stelle. Aber der Weg, der ist ja nicht unerheblich. Die Zahlen 5.000 kosten tut's 1.100. Auch ein guter Preis, ne? Mit Stahl geht's dann richtig los. 11 und 19. Na, jetzt sind dann 7.000, was wiegt das eigentlich? 30 Tonnen. Das können wir auch einziehen, ne? Das ist echt so wenig. Wir haben schon eine höhere Zugkraft, plus 10 Tonnen. Erhöhen wir die Leistung. Dauert auch nicht allzu lang. Und die Lebensdauer dann als nächstes. Und dann fahren wir. Ich muss mal gucken. Getreide haben wir ja schon angeschlossen und wir haben da eine Farm, ja, die Getreide nehmen möchte. Und das ist jetzt tatsächlich auf dem Weg. Und scheint mir ein ganz guter Deal zu sein, da lang zu fahren. 16.000 kostet das Gleis. Fahren. Und
Dann gucken wir mal. Die wollen schon Fleisch haben. Die haben aber selber eine Farm. Vielleicht hier hinbringen ist auch nicht verkehrt. Und ich dachte, wir hätten hier schon eine Werkstatt gebaut. Das haben wir auch. Ach so, aber wir fahren natürlich jetzt, wir müssen hier eine Werkstatt bauen. So, wartet noch auf freie Strecke, ja. Das ist halt hier der Teil, den wir jetzt auch zweigleisig machen müssen, glaube ich. Jetzt fahren hier so viele Züge. Sowas klappt ja leider nicht. Vielleicht sollte ich es pausieren, während ich hier. Das sieht ja blöd aus. Nee. Oh Mann, ey, das bringt mich echt um, wie die Parallelgleise, wie das immer aussieht. So, wie viel kostet denn das? 9.000? Ja, das können wir machen. So, wir müssen nur hier jetzt da drin bleiben. Im Tunnel. Oder, naja, hat nochmal was gekostet, mussten sie wieder wegbuddeln. So, und dann kann der halt nur da fahren. Ja, ja, den. Ja, wir machen das. Also auch hoch, den nächsten Abschnitt auch noch doppelt. Na, weil Eisen. Weizen und nachher das Fleisch in die Stadt. Das wird sonst zu voll. So, nächstes Forschungsprojekt auf den Weg gebracht. Und wieder ein bisschen laufen lassen für mehr Geld auf dem Konto. Die Züge sollten eigentlich alle profitabel sein. Und sind die hier inzwischen schon am Produzieren? Ja, wir haben tatsächlich schon Stahl rumliegen. Und wir haben ja einen Zug, der hier, der die Kohle hier liefert, der nimmt jetzt einfach hier Stahl mit, liefert den da ab. So, da brauchen wir gar keinen neuen für. Und der mit dem Weizen, vielleicht. Welcher ist denn das, der hier? Nee, ich glaube, es ist der hier. Da würde ich gerne Fleisch holen. 3. Oh, 2. Und das hier abliefern. Und dann holt er wieder Weizen hoch.
dass die einfach ein bisschen mehrfach genutzt werden. Das wäre jetzt, glaube ich, Quatsch, hier einen neuen zu kaufen, der dann wieder nur Fleisch hier runterfährt und nichts mit hochnimmt. So, aber Kohle, guck mal an, 50.000 auf einmal auf dem Konto. Sehr gut, dann können wir hier weiter expandieren. Achso, doppelt. Gleise, doppelt legen. Wir bauen die Bahnhöfe aus. Erstmal. Neunundzwanzigtausend, ja, passt gut. War jetzt noch nicht so teuer. Schließen wir die Ortschaft jetzt mit an oder nicht? Ich glaube ja. Aber ich möchte gerne so, genau. Und da gäbe es die Möglichkeit, einen neuen Zug einzurichten, der auch profitabel sein wird. Und Passagiere von hier nach da fährt. So. Was haben die denn hier für Abstimmungen? Das sieht man jetzt nicht, ne, weil wir... Was wäre denn hier? Nee. Ohne Lobbyabteilung sehen wir da noch nichts. Noch mehr Lebensdauer. Ich weiß nicht, ob das die Züge, die man schon hat, auch beeinflusst. So, wie sieht's so? Ah ja, fährt schon zwei. Ich sag mal, dabei soll es auch bleiben. Der hier Öl fährt. Vielleicht kann der ein Meer einladen. Ja, das passt jetzt. Und ich denke, passt doch, dass er hier zwei mehr, also ein mehr nimmt. Ja, also da zahlt sich die Forschung dann doch aus. So, haben wir schon Waffen produziert. Wir brauchen wahrscheinlich drei Stahl für zwei Waffen, okay. Und wer nimmt uns die ab? Das wird dann die Aufgabe sein. Die hier, guck mal. Memphis, die wollen Waffen haben. Wahrscheinlich ist da New Orleans auch, okay. Ja, da wird wahrscheinlich so ein Vor sein, ne? So, wo die Konföderierten oder wer auch immer hier gerade das Sagen hat, ihre Leute trainieren. So, wieder 30.000. Nächste Stadt. Ja, ich würde aber wieder abbiegen wollen. Warte mal, erstmal dahin. Also eigentlich schon macht es Sinn, in die nächstgrößere zu gehen, aber wir wollen ja nach New Orleans. Gehen wir da lang. Tausend ist nicht schwer. Gebäudeunterhalt wird jetzt erhöht, dadurch, dass wir so viele haben. So, und jetzt könnten wir aber doch wieder neue Züge gebrauchen, die einerseits Getreide nach Vicksburg bringen und auch Holz. Weil eben jetzt langsam auch interessant wäre,
Bretter herzustellen. Wobei, wenn wir die nirgendwo brauchen in der Produktion. Ach, guck mal, wie gut es den Städten hier schon geht. Wir haben doch hier einen Zug, der... Ups. Passagiere fährt, ne, der hier. Der kann auch noch ein bisschen Post mitnehmen. Ah, Post ist immer schwer, ne? So, 54, dann fährt er nur 5, kann man. Ah. Nehmen wir. Post bringt halt deutlich mehr Geld. Machen wir es so. Und immer noch zu einer annehmbaren Geschwindigkeit. Achso, wir müssen Leute aber entladen. Moment. Nicht, dass die hier ewig mitfahren. Okay. Also warten auf Abschluss der Reparatur. Mach mal. Die Zeit ist schon wieder um. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ciao.